So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Präsentation zum Thema Globalisierung. Nun beginnen wir. Nummer 1. Die Globalisierung. Was ist die Globalisierung? Die Globalisierung ist die Verflechtung in den folgenden Bereichen: Umwelt, Kommunikation, Wirtschaft, Politik und Kultur. Die Globalisierung beschleunigt den Handel, Finanzströme, Nachrichten wie zum Beispiel Briefe und E-Mails, Wanderbewegungen wie Tourismus, Arbeitsmigration, Armutsmigration und generelle Flüchtlingsströme. Die Globalisierung, ist es nun ein altes oder ein neues Phänomen? Es gibt 5 verschiedene Theorien zum Anfang der Globalisierung. Ich gehe mit euch jetzt alle durch. Nummer 1. Die Entdeckung von Amerika im Jahre 1492 durch Christopher Columbus kann der Anfang der Globalisierung gewesen sein. Im Jahre 1494, sprich 2 Jahre nach Entdeckung Amerikas, wurde der Vertrag von Tordesillas unterschrieben. Dies war der erste Vertrag mit globaler Reichweite. Nummer 2. Die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert. Die industrielle Revolution war im 18. Jahrhundert. Erfindungen wie zum Beispiel der Webstuhl ermöglichten Großproduktion von Textilien. Die Erfindung der Dampfmaschine war im 19. Jahrhundert. Eisenbahnstrecken konnten dadurch ausgebaut werden und Schiffe konnten erstmals ohne menschliche Kraft angetrieben werden. Das Ergebnis dazu? Transportkosten für Güter sind erheblich gefallen. Nun weiter. Aufteilung von Arbeit in den 1970er Jahren. Ein Beispiel dafür war, dass VW Käfer aus Produktionswerken in Mexiko nach Deutschland gekommen sind. Die Erfindung des World Wide Webs. Tim Berners-Lee erfand im Jahre 1987 das World Wide Web. Dies war der größte Meilenstein der Globalisierung, wie wir sie heute kennen. Nun weiter im Text. Vor- und Nachteile der Globalisierung. Ich beginne mit den Vorteilen, dann kommen wir zu den Nachteilen und dann zur Übereinanderstellung. Vorteile. Vorteile der Globalisierung. Durch die Globalisierung entstanden mehr Arbeitsplätze. Es fielen Preise, weil man in anderen Ländern günstiger produzieren konnte. Produktionskosten fielen, mehr Angebotsauswahl, politische Zusammenarbeit und, was ich gerade eben schon gesagt habe, die soziale Mobilität, also sprich das Internet, der größte Meilenstein der Globalisierung. Und als letzter Punkt die Reisefreiheit. Nun kommen die Nachteile. Nachteile der Globalisierung. Erster Nachteil: die Umweltverschmutzung durch Verschiffung von Waren und Gütern in die westliche Welt. Zum Zweiten: schlechte Arbeitsverhältnisse wie zum Beispiel Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Mehr Konkurrenz auf dem Markt. Der Kapitalismus steigt dadurch, dass man mehr Geld durch die Globalisierung einnehmen kann, wie es davor der Fall war. Die globale Kriminalität steigt aufgrund weniger Grenzkontrollen und der Terrorismus steigt ebenfalls wegen fehlender Grenzkontrollen. Und weiterer Nachteil ist die hohe Abhängigkeit zwischen Staaten bzw. Ländern. Nun, die Widersprüche. Die Reisefreiheit. Wir können hinreisen, wo wir wollen, aber globale Kriminalität steigt. Die Preise fallen, aber dafür steigt der Kapitalismus. Mehr Angebotsauswahl, aber mehr Konkurrenz auf dem Markt. Mehr Arbeitsplätze und günstigere Produktion,
aber schlechtere Arbeitsbedingungen und im schlimmsten Fall Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Nun, Punkt 4. Beispiele der Globalisierung. Die Wirtschaftsglobalisierung. Stellt euch vor, Firma XY stellt eine Ware in den USA her, verlegt nun die Produktion nach Indien, weil die Produktionskosten in Indien niedriger sind wie in den USA. Politikglobalisierung. Am 23. Juli 1952 war die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS, heute bekannt unter dem Namen Europäische Union, kurz EU. Durch die Globalisierung können wir heute fast jeden Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Nun, danke für eure Aufmerksamkeit. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!